Und hier ist ja gar nichts gescriptet. Hier ist alles echt. Hier ist. Niemand wusste, dass ich das machen werde. Willkommen bei Stand Up 44. Leute, habt ihr Bock auf die Show? Fat Boy. Warum ist das so witzig auf einmal? Und ich werde jetzt bügeln. Ah ja. Ich muss immer bügeln von dem Auftritt. Ich glaube nicht, dass ich ein Hemd anziehen werde, aber ich werde ihn trotzdem bügeln. Einfach der Prozess des Bügeln beruhigt dich. Beruhigt mich. Ja, genau. Gut. Wo wird das gerade gefilmt? In deinem alten Magen? In seinem rausoperierten Magen. Erinnert euch alle noch an den Bügelvorfall aus Lüneburg? Ja! Das hat keinen Deckel hier. Das nervt mich alles. Guck mal. Hast du gerade gesehen? Hast du gerade genommen? Ja. War das gerade gefilmt, wie das Wasser einfach fließt? Wie eine Schlampe. Es könnte in irgendeinem asiatischen Land irgendwie ein Ding sein, so einen fetten Syrer beim Spritze zu schauen. Das ist irgendwie so einen fetten Syrer mit dem Adidas-Sporthose. Ja. Ich muss sagen, das ist wie so ein Ding ist so in Taiwan oder das, so. Dass du da viral gehst und kriegst es gar nicht mit. Es gibt ein Game Show in Japan. Weißt du? Es gibt bestimmt auch Kulturen, wo das richtig offensive ist, was Kinder da gerade machen. Die Leute glauben, wir kommen von der Straße einfach so, wie wir sind, gehen auf die Bühne. Die wissen nicht, dass wir uns noch umziehen. So, schreib's mir in die Kommi, sehe ich gut aus? Schreib's ihm privat. Schreib's ihm privat. Die wissen nicht, dass wir teilweise verschiedene Shirts haben. Ich brauche einen Spiegel, ich muss mich mal kurz sehen. Hier ist noch einer! Mann, Kaun, ey. Yes, Kaus, ey. Der geht doch mit T-Shirt raus. Ja. Kaus, tut so, als wäre in 5 Minuten dran. Ja, ich will einfach komplett ready sein. Ich bin einfach zu professionell geworden. Und jetzt habe ich auch meinen Shot ohne Shirt. Endlich. Kaus wieder nackt, wie in der Dokumentation. Das ist ja da auch häufig der Fall gewesen, ey. Callback! Also wirklich, wie in der Dokumentation. Das ist echt so, warte, scheint ja so, als wäre das echt so ein ja, Ding. Ja, also es ist nicht gestellt, also man sieht es jetzt. Man hat so, es jetzt gerade gesehen. Und Kabus, jetzt geht's los, ja, gleich. Ja, komm. Und Oberkörper frei, doppelt. Die glauben halt, so ist ja auch cool so für die. Es ist ja auch cool. Weil du musst überlegen, so, die haben diese Illusion von uns. Komm einfach erzählen. Die wissen nicht. Ich hab Zahnbürste dabei. Dickerchen. Ich hab Hose. Ich hab teilweise andere Schuhe. Bin ich ganz ehrlich? Ich lüge nicht. Kabus hat auch Schuhe dabei. Hast du die Schuhe dabei? Ich hab, Zeig den Leuten mal, hat er nicht? Er hat. Ich hab neue Schuhe. Er hat neue Schuhe dabei, er hat eine Hose dabei, er hat nichts dabei. Die Leute denken, er hat nichts dabei, aber er hat viel dabei, Dicker. Hintergrund. Basti, hast du das letzte Mal gebügelt? Ja, stimmt, ich hab dich nie gebügelt. Der letzte Triebtäter, ey. Mit meinem D5 V70 auf der Autobahn vor 2 Wochen. Warum sagt er sowas klischeehaftmäßiges? Alle funktionieren. Vorsicht. Ja, da habe ich gebügelt. Das war mit 180. Er bringt mir noch die Leiter. Aber da hat man das gerade richtig gut. Habt ihr es gesehen? Das war ganz so typisch Belz, weil du merkst so richtig, der Fokus ist von ihm weg, aber er redet einfach. Wirklich, was ihr mal gucken hier. Wer ist der D5 V70 nochmal? Wann war ich das letzte Mal Single? Mit meinem D5 V70 auf der Autobahn vor 2 Wochen. Ja. Tatsächlich gebügelt. Boah, das könnte länger her sein, würde ich zugeben. Da hast du gebügelt. Vorsicht, das. Ja, da habe ich gebügelt. Ja, das ist ein weiteres Gespräch.